Tut mir leid, zurzeit sind ja alle Jagara belegt. Kommt etwas später nochmal wieder. Okay. Konto hat man jetzt aber noch nicht richtig gesagt, aber ich denke mal, das kommt bestimmt noch im Laufe der Zeit, dass man so richtig dann auf die auch reiten kann und so und dann halt hier so durchsausen kann und so weiter und verschiedene Gebiete auch gucken kann. Tut mir leid, zurzeit sind alle Jagara belegt, kommt etwas später nochmal wieder. Ja, das ist ja auch dasselbe. Genau wie der andere. Oh wow. Ja, schauen wir mal kurz auf der Karte hier. Oh mein Gott, ist das riesig, Alter. Boah, ist schon heftig groß. Nice, nice. Da können wir ja richtig viel hier absuchen. Hi, willkommen in Water 7. Wir sind eine Schiffsbauinsel, auf der es die besten Schiffsmänner der Welt gibt. Natürlich gehört auch die Weltregierung zu den Kunden von Galera. Darauf sind alle in der Stadt stolz. Die Leute in dieser Stadt haben keine Angst vor Piraten. Immerhin gehören die ja auch zu ihren besten Kunden. Ich an eurer Stelle würde mit Reparaturen aber nicht geizen. Die Zimmermänner in dieser Stadt sind alle ziemlich stark. Na sieh mal, in einem Arsch haben sie ja wieder was zu essen gefunden. Ja, ne. Bobo, Kohlwurstfleisch. Nice. Das ist schon nice. Ist das eine Schlange? Zorro, das ist ganz klar ein Jagara. An dieser großen Skulptur erkennt man, wie sehr die Bewohner von Water 7 Jagara verehren. Ja. Ja, das hat man aber auch in Anime auch mitbekommen, dass das wirklich so ist. Also, da ist wirklich auch Hand und Fest was dran. Das stimmt wirklich sogar. Ah, das kann Zoro wieder zerstören. Ich so. Und dann Kreise schnecken die war. Hier ist ein Tor, da kann man wohl auch wahrscheinlich gar nicht rein. Ist auf 12 Fragment, nice. Ja gut, den haben wir jetzt zwar ja nicht dabei, aber trotzdem. Ach ja, ja stimmt, da wir ihn nicht dabei haben, können wir es ihn auch glaube ich gar nicht geben. Obwohl, warte mal. Kann man das jetzt trotzdem zu dem zu ihm wechseln? Nee, ich glaube, das geht nicht. Lol. Ja, okay, dann geht das wohl nur, wenn er auch wirklich drin ist, halt. Dann halt nicht. Ist ja auch egal. Bin ja sowieso mal gespannt, ob Lissop dann später auch noch zurückkommt oder ob der jetzt für dieser ganzen Episode komplett draußen ist, so mäßig. Ach ja, da waren wir ja gerade schon. Ja. Nice. Also die Water 7 gefällt mir wirklich. Ich glaube, die gefällt mir sogar noch besser, also die Insel an sich, als jetzt Alabasta irgendwie. Aber Alabasta ist auch nice, aber hier wird mir, glaube ich, sogar noch viel besser gefallen. Wechselstube. Wo so viele schöne Sachen. Dieser Ring ist perfekt, warte nur. Wenn ich genug gespart habe, gehörst du mir. Offenbar kam neulich irgendein Pirat mit einem beeindruckenden Schatz an. Mein Boss hat einen lächerlichen Preis dafür geboten und wurde fast getötet. Seitdem wird er ohnmächtig, wenn er entsprechend geschockt ist. Es geht wohl doch nicht über ehrliche Geschäftspraktiken.
Was ist das für ein Schatz? Er ist in dem perfekten Zustand, hat einen hohen historischen Wert. Der war gestern noch nicht hier. Woher haben die so viele davon? Sonst scheint sie jetzt, glaube ich, nicht zu sein. Okay. Hier gibt es auch wieder zwei Eingänge. Also auch in dem Fall auch zwei Ausgänge natürlich auch. Wenn weggeht, dann geht die Tür wieder automatisch zu. Cool. Mit denen habe ich, glaube ich, schon geredet gehabt. Ja. Das ist schon nice, muss man schon sagen. Schon geil. Oh, kann Zorro wieder kaputt machen. Nimbus-Spinne zweimal. Waren wir hier schon drin? Barkatzenmasse. Es riecht gut, die Zutaten sind ordentlich. Und der Koch wohl auch. Nice. Am Bahnhofsschiff gibt es einen Hasen namens Gonbe, der miaut. Miauen Hasen eigentlich? Ja, das ist irgendwie crazy. Ich weiß schon, wenn... Oh, hier gibt's Kopfgeld. Stimmt, das ist ja wieder so eine Taverne wie bei Alabaster. Oh, mein Geld. Nami hat... Ja, wow. Typisch Nami. Die hat gleich mal wieder Geld gefunden hier. Die Leute in diesem Laden sind ganz vernarrt in mich. Ihr dürft mich noch ein bisschen streicheln. Hatze. What the fuck? Hier ist auch noch eine. Ich möchte Gombe wiedersehen. Miau. Und eine Party mit frischen Fisch schmeißen. What the fuck? Die Bahnhofswärterin des Seezug-Bahnhofsschiffs heißt Kokola. Ab und zu lässt sie sich auch in diesen Laden blicken. Ihr Enkelkind Chimney und ihr Haustier Gombe kommen. Gombe ist ein Hase, der miaut. Ja, das ist irgendwie weird. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, ein Hase in echt könnte oder würde miauen, ey. Das wäre so verstörend. Gombe vom Bahnhofsschiff mit allen befreundet, miau. What the fuck? Hier immer alle von diesem Gombe reden. Als ob der hier so geil ist. Sieh mal einer an. Schauen Sie, hat was wieder Essen gefunden. Seht ihr dieses Anschlagbrett für Kopfgelder? Mein Freund hat sich über mich lustig gemacht, weil die Person auf dem Bild genauso aussieht wie ich. Ist das zu fassen? Okay. Kreideschneckenjäger. Hier muss ich echt wirklich immer entweder zu Zorro, zu Shanzi oder Nami wechseln. Ich muss eigentlich mal kurz mal hier anschauen, zur Anschauung gehen. Da haben wir hier zum Beispiel bei Zorro, der ist eigentlich immer nur praktisch, wenn man irgendwas zerstört, also diese Kisten zerstören will. Nami ist immer mit ihrem Geld unterwegs, so mäßig. Ruffy ist immer gut, damit man an höher gelegene Orte kommt. Chopper ist immer für diese kleinen Durchgänge da gut, damit man da durchkommt. Shanzi findet immer was zu essen, also ab und zu zumindest. Und Robin, ja, Robin, wofür ist Robin eigentlich derzeit? Zumindest erstmal für gar nichts. Bei Franky genau dasselbe und bei Luke auch nicht, weil ich auch noch nicht weiß, was mit denen abgeht. Und Lissop, ja, der... Ach ja, Lissop, der kann ja diese Sachen da oben abschießen, wenn da irgendwie so diese Nester sind. Das kann Lissop. Aber halt, was können Nami... Was kann Robin und was kann Franky oder Brook halt? Also bei Brook könnte ich mir vorstellen, der kann an weite Orte, also hin, so wie das bei Unlimited Red Red auch war, dass er halt über Langstrecken laufenden an gewisse Orte kommen kann. Ach ja, Franky kann Brücken bauen, stimmt ja. Aber was kann Robin? Tafel lesen oder was? Wahrscheinlich, denke ich mal. Aber bisher kam das zumindest jetzt noch nicht oder so.
Aber mal gucken dann halt. Und bei Rook halt, wie gesagt, auch bisher eigentlich noch Fragezeichen. Aber ja, mal sehen dann halt, ne? Wenn es soweit ist. Gut, ja. Hier war ich glaube ich noch nicht. Als ich im Seezug gefahren bin, hat uns ein riesiger Frosch angegriffen. Ach ja, stimmt, den gab's ja auch noch. Den fand ich eigentlich auch immer ganz nice. Er wurde weggestoßen, aber ich frage mich, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Willkommen, liebe Gäste. Der heißt ja, glaube ich, Yokozuna, glaube ich, ja. Weißt du überhaupt den Namen direkt? Schmeiß eine Party, um deine Kuh vorübergehend zu stärken. Hier kann man wieder Party machen, so mäßig. Herstellen, das ist auch immer gut. Und Kleidung wechseln, ja, ist überhaupt die Frage, ob wir überhaupt mal neue Kleidung haben. Speichern natürlich. Haben wir neue Kleidung? Wahrscheinlich nicht. Das ist immer noch neue Welt. Das ist die alte Strohhutkleidung so mäßig. Ja, halt von denen hier. Chopper. Robin. Nee, haben wir immer noch nicht. Keine neue Kleidung. Mal gucken, was wir herstellen können. Accessoires. Ah, das geht hier auch. Nice. Ja, das ist schon mal gut, Essen zubereiten, kann scheinbar endlich was Neues kommen. Wie es aussieht, nicht, das hatten wir schon. Naja. Ach man, Schanzi, ey. Naja, dann halt nicht. Trinkbällchen. Ach, geht nicht. Ach stimmt, weil Lissop nicht da ist wahrscheinlich, deswegen geht's nicht. Naja, okay, Accessoires. Mal gucken. Da wollte ich ja eigentlich, was wollte ich denn hier eigentlich nochmal? Irgendwas wollte ich hier nochmal machen. Aber die Frage ist was? Irgendwas wollte ich noch bestimmtes hier machen. Ja, irgendwas liegt mir auf der Ferse, aber ich komme gerade noch nicht drauf. Ah, ich glaube, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte bei Zorro gucken, ob man zum Beispiel das hier upgraden könnte oder dieses andere da. Ja, genau. Also das sollte, glaube ich, gehen, glaube ich. Das geht sogar, ja. Ja, das war eigentlich nicht das eigentliche Ziel. Da gab es eigentlich noch ein anderes. Irgendwas war das, aber das muss ich jetzt selber nochmal anschauen. Party schmeißen. Klar, schmeißen wir eine Party, dann haben wir Spaß. Ja, es wird schon wieder dunkel. Nice. Okay. Nice. Krass. Ja, gut. Da müsste ich jetzt erstmal selber nochmal gucken. Es gab da auf jeden Fall irgendeine Sache, die ich da versuchen wollte zu verbessern. Ich muss es nur nochmal irgendwo finden. Es war irgend so ein Ring, glaube ich, war das. Ich glaube, das war auch bei Zorro, glaube ich. Da wollte ich gucken, ob man den irgendwie noch verbessern kann. Den hier. Genau. Ob man den hier noch weiter hochstufen kann, so mäßig. Weil das wäre hart. 256, okay. Ja, müssen wir mal gucken, ob das geht. Ha ha.
So, muss ich mal gucken. Hier ist der. So, den will ich hochstufen, das geht sogar. Natürlich dann halt dementsprechend mit Angriff natürlich, und ich glaube, es geht ja sowieso nur, also die gehen ja hier eh alle nicht. Es geht immer nur sowas hier. Also halt diese schwachen Sachen. Da könnte ich dann einen Angriff reinmachen, so mäßig. Von diesem Angriffsring. Ja, das geht nämlich, glaube ich, hier nicht. Ja. Deswegen machen wir das. So, einen Ring von Angriff. Geht. Nice. Ja, das war gut. So. Das hat sich gelohnt. Ist noch die Frage, ob wir das auch noch bei anderen Sachen noch machen könnten. Muss ich mal gucken. Waffi. Ja. LP, Angriff. Ich könnte mir bei jedem fast den Angriff hochwerten. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Wir können ja eh nur die Schwachen benutzen. Ah, zum Beispiel das hier könnte auch gehen, aber das sind alles uninteressante Sachen eigentlich. Also es gehen ja immer nur diese Weißen, die Lilanen, das funktioniert ja leider einfach nicht. Das hier wäre halt dumm, weil Zoro das hat, das geht nicht. Das hat Chopper. Das hier könnte man auch noch weiter eigentlich upgraden. Oder beziehungsweise ja, das könnte man irgendwo bei der Verteidigung hinzufügen. Ah, ja, das geht. Ja, stimmt, das ist eigentlich strong. Das ist eigentlich wirklich nice. Bei Shanti könnte ich mir das vorstellen. Müsste ich mal gucken, wo Shanti das nochmal hatte. Verteidigung. Der hat hier auf jeden Fall auch irgendeine Sache in Verteidigung. Das war Angriff. Auch Angriff. Hier, das war Verteidigung. Das war Mumm. Das war auch Mumm. Ja. Gut, dann schauen wir mal, ob das überhaupt machbar ist. Wäre aber nice. So, das will ich verbessern. 130. 107. Ja, nice, das geht sogar. Erfolg, nice. Das macht jetzt einfach sogar noch mehr. Geil. Also das hat sich hart gelohnt irgendwie. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Nice, nice. Da müssen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Also wie gesagt, das geht eh nicht. Das wäre ja dumm. Obwohl, ja, rein theoretisch könnte ich auch den folgenden Move machen, weil das ja
doppelt ist, könnte ich das ja da nochmal drauf fangen. Aber was für einen Sinn macht das, wenn man es ja eh schon bei demselben Charakter hat? Also eigentlich macht das dann ja auch nichts. Also lohnt sich dann doch nicht. Bei Chopper 220 LP. Müsste ich auch irgendwas mit LP aus, also haben. Wo er den LP hat. Und die LP drauf schmeißt. Müsste ich mal schauen, ob ich bei Chopper noch was habe. Okay, kurz abspeichern.